Warum finde ich den Silent Mode bei mir in den My Modes nicht? Warum sehe ich diese Terrain View nicht, die BMW angekündigt hat, oder die Curve Ahead View? Viele, viele Fragen haben sich nicht nur bei mir ergeben nach dem Update, das BMW gebracht hat, sondern auch bei euch. In den Foren ist wirklich viel los. Es gibt viele, viele Fragen, die BMW bislang leider überhaupt nicht beantwortet hat, weder mir noch irgendjemandem anderen. Ich versuche mit euch zusammen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und deswegen legen wir auch los. Willkommen bei EX1 Drive. Zunächst aber etwas noch in eigener Sache, und zwar eine Bitte an euch. Ich habe in meinen Kanalanalysen gesehen, dass ich rund 25.000 Aufrufe meiner Videos pro Monat habe, aber fast 88% von euch, meinen Zuschauern, haben kein Abo bei mir. Und das ist nicht nur für mich schwierig, sondern das ist auch für euch schade, denn euch kostet es nichts und mir bringt es Reichweite. Und Reichweite hat jetzt nicht unbedingt was mit Einnahmen zu tun, die man bei YouTube generieren kann durch Werbeblogs, sondern vor allen Dingen geht es mir darum, dass ich Gehör finde bei BMW, denn ich bin, soweit ich das gesehen habe, der einzige Kanal im deutschsprachigen Raum, der regelmäßig über den iX1 und iX2 und die Elektromobilität von BMW berichtet. Und ich würde das gern weiter ausbauen. Ich möchte gern den iX1 E320, den iX2 E320 testen. Ich würde auch gern andere Modelle testen, den i4, den i5 für euch mal testen, fahren, auf Herz und Nieren prüfen und das, was er von mir kennt, auch Kritik auch gern mal äußern. Aber ich finde bei BMW einfach kein Gehör. Denn BMW gibt mir zu verstehen, ja, was willst du denn eigentlich, mehr oder weniger ein bisschen verklausuliert. Sie drücken es etwas netter aus, aber sie sagen mir ganz deutlich, ja, also wir können dir kein Auto zur Verfügung stellen, dafür ist deine Reichweite einfach zu gering. Und das können wir gemeinsam ändern, indem ihr einfach ein Abo dalasst und dann wächst der Kanal. Und ich kann bei BMW Argumente zu sagen, hey, warum beantwortet ihr meine Presseanfrage nicht? Warum kann ich jetzt vielleicht mal ein Auto bekommen für meine Tests, die ich gern machen möchte? Ich möchte viel mehr Inhalte für euch machen und ich mache das neben der Arbeit, ihr wisst das, aber das geht nur, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, dass dieser Kanal größer wird. Die Community ist echt gut. Ihr, die alle dann immer kommentiert, ich freue mich wirklich darüber. Ihr merkt auch, ich versuche zu reagieren, auch wenn ihr mir E-Mails schreibt. Ich versuche das aufzunehmen und Videos zu machen und ich möchte gern, dass wir gemeinsam das erreichen, dass dieser Kanal größer wird, um bei BMW dementsprechend auch Gehör zu finden. Ihr könnt das ändern, indem ihr mir helft, diesen Kanal wachsen zu lassen. Bitte hinterlasst ein Abo, wenn euch der Kanal gefällt. Ihr verpasst keine Videos mehr. Es kostet euch nichts und dem Kanal bringt es die Aufmerksamkeit und Reichweite, die ich mir davon erhoffe und dementsprechend auch die Möglichkeit, andere Fahrzeuge auch mal zu testen oder auch die anderen Varianten von iX1, iX2 zu testen. Vielen Dank dafür und ich freue mich drauf, wenn wir uns hier austauschen und ich freue mich über jedes einzelne Abo. Fangen wir mal an mit den Fragestellungen, die mich erreicht haben und die ich selber auch hatte. My Mode, Silent Mode, wo ist er hin? Wir haben wie immer die Modes, ihr kennt das, wir haben es letztes Mal schon gesehen, es gibt keinen Silent Mode für mich mit Baujahr 0224. Er ist einfach nicht verfügbar. Weiter geht's mit Terrain View. Terrain View soll eigentlich über die Fahrdaten abrufbar sein. Ihr seht das Fahrzeugstatus, Batterietemperatur. Auch hier, man hatte uns gesagt, in dem steht drin, ihr könnt die Batterietemperatur ablesen. Nein, das könnt ihr nicht. Ihr könnt da drauf gehen und er sagt, die Temperatur ist niedrig. Ja, das schnelle DC-Laden ist zurzeit eingeschränkt. Wir können die Batterie vorbereiten, können wir hier oder in der App machen. Wirklich super, dass das so geht. Aber man hat gesagt, ihr könnt die Temperatur ablesen. Nein, das können wir nicht. Es würde schon mal interessant sein, wie die Temperatur denn ist und wie die Temperatur sein muss. Das werde ich für euch in einem der nächsten Videos einmal auslesen. Da werden wir uns die Batterie auslesen über den OBD2-Adapter und dann schauen wir uns das an. Hier jetzt jedenfalls, ihr könnt es nur sehen, es ist niedrig, es ist okay, es ist optimal. Diese Varianten gibt es, aber Terrain View nochmal zurückzukommen, haben wir nicht. Ich habe hier meine Fahrdaten, ich habe hier den Status, da hätte ich gedacht, dass es irgendwo da ist. Oder ich habe den adaptiven Inhalt, den ich jetzt irgendwie gar nicht mehr aufrufen kann, nachdem ich es nochmal neu gestartet habe, das Auto, ist der adaptive Inhalt gerade überhaupt gar nicht verfügbar, warum auch immer. Also, kein Terrain View, ich kann hier, das muss im Status normalerweise hier irgendwo sein, geht nicht. Wenn ihr jetzt zurückgehen und wir lassen das in dem Fahrzeugstatus drin, dann seht ihr, habt ihr auch hier die Anzeige jetzt,
ob alles okay ist, auch die Batterietemperatur. Wenn ich die jetzt vorkonditioniere, dann wird sie dementsprechend angezeigt. Wir haben es auch in der Navigation drin, dass die Batterie vorkonditioniert wird, und hier oben habt ihr dann dementsprechend ein Symbol, das euch das anzeigt. Auch wenn ihr das manuell macht, wurde ja hier oben dann dementsprechend Batteriesymbol angezeigt. Ich finde das ein bisschen schräg, denn hier ist irgendwie, also ja, wir haben diese grünen Symbole, aber irgendwie ist das für mich ein Fenster, was ich jetzt hier nicht unbedingt brauche. Und ich gehe immer eigentlich auf die Fahrdaten zurück. Müsst ihr auch jedes Mal wieder wechseln, damit ihr hier im Widget die Fahrdaten auch habt. Das nächste Feature, was ich nicht auffinden kann, ist die Curve Ahead View. Soll eigentlich im Head-Up-Display erscheinen. Wir schauen mal drauf, gehen hier auf Einstellungen. Dann seht ihr, hier vorne haben wir die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Wir gehen jetzt aufs Head-Up-Display und dort kann ich aber nur wählen, ihr seht es hoffentlich ein bisschen, so richtig gut ist es nicht zu sehen, es blinkt ein bisschen, Standardansicht, ich kann die, es müssen wir nochmal drauf gehen, so, wir können ansehen die Standardansicht, wir können sehen die Assistant View und wir können sehen die sportliche Ansicht, mehr kann ich hier nicht auswählen, ich habe hier keine Einstellungsmöglichkeiten weiter, außer hier Layout und ähnliches. Hier Layout haben wir natürlich unten drin, da können wir auch verschiedenste Sachen machen, aber das ist auch nur layout-technisch. Und wir haben den Content, da können wir auch hier das G-Meter, das ist auch das einzige, was es hier gibt. Das ist natürlich nicht die Terrain View, sondern das ist nur ein G-Meter. Und ansonsten kennt ihr das alles. Wir haben den Content, den verschiedenen hier drin, die Assistant View, Reichweiten, Horizont, Fahrdaten oder einfach nur die Anzeige, wir haben die Routenvorschau oder die Karte. Ich kann hier nicht sehen, was irgendwie eine Curve Ahead Einstellung gibt. Und wir schauen auch noch mal rüber. Wir können es natürlich auch hier noch mal auf die Displays gehen. Und dann habt ihr die Auswahlmöglichkeit Head-Up Display. Und dort müsste ja jetzt irgendwie auch sowas möglich sein. Wir haben hier die Höhe, Rotation, Helligkeit. Wir können die My-Modes automatisch anzeigen lassen im Head-Up-Display, wenn wir die wechseln. Wir haben die Informationen, die Anzeigeort für Listen, wenn ihr es im Head-Up-Display gern haben wollt oder in der Instrumententafel, wenn ihr zum Beispiel Radiosender oder ähnliches wechselt. Ich hätte es gerne im Head-Up-Display, damit ich hier runter gucken muss. Und dann haben wir die Fahrassistenz, die Abstandsinformationen. Und hier müsste normalerweise bei der Fahrassistenz jetzt die Curve Ahead View auch irgendwie aktivierbar sein. Haben wir nicht. Wir können auch hier rüber gehen in die Streckenverläufe. Da müsste es auch möglich sein. Nein, wir haben hier nur an Geschwindigkeit automatisch anpassen und dann könnt ihr sagen, soll er die Kurve schneller nehmen, soll er mittel oder langsam nehmen. Es kommt auf euer eigenes Gefühl an. Ich habe es schnell, weil sonst hat er bei Kurven, die man auch mit 100 durchfahren kann, bremst er auch mal auf 90 oder 95 runter und das ist, dann muss ich es immer selbst mit dem Pedal wieder regeln und so bei schnell ist es einigermaßen in Ordnung. Er bremst nur ein bisschen vorher ab bei solchen Kurven, aber hier, wir haben hier nichts weiter, was wir auswählen können. Der Streckenverlauf, da muss es eigentlich drin sein, denn die Curve Ahead ist ja ein Streckenverlauf, meiner Meinung nach. Ansonsten haben wir nichts. Wir haben auch hier die Hill Descent Control. Das ist eine, dass er bei starken Gefälle abbremst und euch hilft dabei, wenn ihr viel durch starke Gefälle runterfahren müsst. Aber ein Terrain View oder ähnliches findet man da nicht. Und auch wenn man das aktiviert, ich kann es euch zeigen, wir aktivieren es, da ist keine weitere Auswahlmöglichkeit. Also weder Terrain View noch Curve Ahead View sind hier verfügbar. Baujahr 0224 und das Update ist gekommen bei mir im September nach einem halben Jahr. Ja, was es aber gibt, und das ist für mich eigentlich unglaublich, ist diese tolle Uhr. Es ist 11:02 Uhr. Die Uhr sagt, es ist 11 Uhr. Also sie ist noch nicht mal genau. Sie ist einfach nur auf 11 Uhr, man kann, ja, sie zeigt so 11:05 Uhr, glaube ich, kann sie auch anzeigen. Solche Sachen, die kann, aber kann nicht genau mir die Uhrzeit anzeigen, denn ich habe die Uhrzeit ja hier oben. Ich habe die Uhrzeit, wenn ihr es seht, dort vorne drin. Warum brauche ich dieses Widget? Warum brauche ich diese Clock 2? Wer kommt auf die Idee in der Forschung und Entwicklung, Kapazitäten für so ein nutzloses Widget aufzubringen? Ganz ehrlich, ich habe die ganzen Sachen nicht, was wir eben besprochen haben, die wichtigen Features, die kriege ich nicht, aber ich kriege diese Uhr, die mir überhaupt keinen Mehrwert bringt und noch nicht mal genau ist. Ich
verstehe es nicht, wie man Geld und Kapazitäten für so ein Widget überhaupt zur Verfügung stellen kann. Eine wichtige Einstellung, die ich euch aber auch noch zeigen muss und die auch damit zusammenzuhängen scheint, ob ihr bestimmte Funktionen habt oder nicht, ist der Datenschutz. Ihr müsst hier Future Mobility Solutions, die Daten, Standort, ne, Mobilitätsangebote und so weiter, ihr müsst alles aktivieren. Bitte aktiviert hier alles, dann könnte die Möglichkeit sein, dass ihr weitere Features, auch den Diebstahl-Recorder, das müsst ihr nicht, wenn ihr das nicht wollt. Aber ansonsten Datenanalyse, ihr braucht das alles. Standortzugriff, meine Fahrten, Remote 3D-View, Aufnahmen der Kameras, werden in der App angezeigt. Ihr müsst das alles aktivieren, damit ihr auch überhaupt hier Zugriff auf alle Verfügbaren haben könnt. Denn da könnte es sein, dass es Einschränkungen gibt, wenn ihr die Daten verarbeitet und den Datenschutz hier nicht aktiviert. Digital Premium Feature, ich habe ja euch gesagt, neben der Curve Ahead View, Terrain View, die im Digital Premium drin sind, ich habe Digital Premium aktiviert, haben wir Fenster und Türen. Soll möglich sein, wenn ein Anruf kommt, dass die Fenster automatisch sich schließen, dass das Panoramadach, ich habe keins, sich automatisch schließt. Haben wir hier automatische Fensterheber. Ich habe es aktiviert. Da kann man ja auch Aktivierungspunkte machen, wo die Fenster runtergehen sollen oder hoch. Wenn ihr zum Beispiel immer in die Tiefgarage fahrt, und dann könnt ihr das aktivieren. Hey, wenn ich da reinfahre, mach bitte das Fahrerfenster runter. Das kann man hier machen. Aber ihr könnt hier nicht, ihr habt es auch hier verriegeln, entriegeln, aber hier bei automatischen Fensterheber müsste jetzt normalerweise sein, ich kann hier nur alle Aktivierungspunkte löschen. Ich kann aber jetzt zum Beispiel nicht sagen, hey, wenn ein Anruf kommt, machen wir das Fenster zu. Ich habe es jetzt noch nicht Fenster runter gehabt, wenn ich mal einen Anruf bekommen habe im Auto, ob das einfach automatisch geht oder ob das dann nur geht, wenn ihr auch ein Schiebedach habt. Aber es muss ja irgendwie auch wieder damit zusammenhängen, dass nicht alle Digital Premium Angebote da sind. Nochmal ein kleiner Tipp für euch, beim OS 9 ist es nämlich möglich, dass auch einzelne Apps mal aktualisiert werden, so wie auf dem Handy auch im Play Store oder im App Store. Hier müsst ihr auf den Connected Drive Store gehen, dann auf Apps und ihr habt hier an der Seite, da findet man so schnell gar nicht hin, verwalten. Und dann könnt ihr entweder Dienste verwalten, die ihr habt, ihr seht, ihr ist alles aktiv, deswegen wundert mich das, Digital Premium ist aktiv. Die ganzen Digital Premium Dienste sind aber nicht da. Aber ihr könnt auch auf Apps gehen und dann könnt ihr sagen, hier automatische Updates von Apps dann zulassen. Und ihr seht es, ihr habt hier alles Mögliche an Apps, die Maps, die auch aktualisiert werden können, Innenbeleuchtung, Klimakomfort, also alles, was ihr an Apps habt, können auch von BMW angesteuert und aktualisiert werden, ohne dass ein großes Over-the-Air-Update kommt. Zum Beispiel haben wir das gesehen bei, wir machen das hier nochmal, damit ihr auch seht, wie es funktioniert. Ihr habt das gesehen zum Beispiel bei der Karte. Ihr habt jetzt immer Vorschläge in der Karte unten. Das war auf einmal da, ohne dass man da nochmal eine Benachrichtigung bekommen hat, dass da irgendwas neu gemacht werden muss. Ihr seht, es ist alles auf dem neuesten Stand. Ich habe trotzdem die Features nicht, die ich brauche. Da habt ihr noch hier jetzt in der Mitte Einblendungen. Wenn ihr regelmäßig bestimmte Strecken fahrt, dann hat sich der BMW das gemerkt, wenn ihr das auch aktiviert habt, dass er das machen darf. Und dann zeigt er euch an, hey, willst du da und da hinfahren? Ja, was machen wir jetzt mit Digital Premium? Es sind keine von diesen neuen Features des Digital Premium Abos, die jetzt mit dem neuen Update gekommen sind, habe ich hier in meinem iX2. Viele von euch haben das auch nicht im iX1, haben auch Digital Premium. Und für 10 Euro im Monat, 120 Euro im Jahr fast, die wir hier ausgeben, haben wir nach kurzer Zeit der Einführung dieses Digital Premium Dienstes hier schon nicht mehr die Features drin, die neuere Autos haben. Und warum hat BMW ein Digital Premium Angebot für alle hier offen, die OS 9 haben, in dem Wissen, dass schon nach einem halben Jahr bei manchem einfach diese Features gar nicht mehr verfügbar sein werden? Warum soll ich dann 10 Euro im Monat bezahlen? Was macht ihr BMW? Macht ihr das dann höher für alle anderen, die dann die neuen Features haben, den monatlichen Preis? Geht ihr für uns runter? Oder sagt ihr, hey, für die paar Features, die ich jetzt im Digital Premium bis jetzt nutzen kann, warum soll ich da 10 Euro im Monat bezahlen? Das erschließt sich mir nicht ganz, wie da eure Herangehensweise ist. Würde mich mal sehr interessieren. Für die allermeisten Autos, die im Moment auf der Straße sind, mit dem iX1, iX2, die OS 9 haben, für die allermeisten werden diese Features scheinbar nicht mehr verfügbar sein. Ja, nachdem ich beim letzten Mal BMW doch sehr gelobt habe für das Over-the-Air-Update, besonders mit der Funktion der Batterievorkonditionierung über die App,
muss ich heute sagen, ist ein bisschen Ernüchterung bei mir eingekehrt, denn die vielen Funktionen und vielen Versprechungen, die BMW mit dem Update geliefert hat, die sind hier nicht eingetreten bei vielen von euch, denn es fehlen einfach die Funktionen, die angekündigt sind. Ja, manche Sachen sind im Digital Premium Abo, ich habe es und ich habe die Funktion trotzdem nicht gefunden. Und das hat verschiedenste Gründe scheinbar. BMW hat ja im Frühjahr und im Herbst auch Modellpflege jedes Jahr, das ist so und das ist auch in Ordnung. Aber es kann ja nicht sein, dass man ein Auto im März bekommt. Jetzt ist es September, Ende September. Das heißt, nach 6 Monaten schon nicht mehr die aktuellen Funktionen bekommt, die jetzt neu dazukommen. Das kann ich absolut nicht verstehen. Es scheint aber so zu sein, denn wie ich mitbekommen habe, gab es Richtung Mai nochmal Änderungen. Einmal zum Beispiel, wir haben diskutiert, der Startmodus. Warum kann man den nicht auch den Sportmodus oder den Efficient Mode als Startmodus reinlegen? Da gab es scheinbar EU-Regularien, das ist noch nicht mal die Schuld von BMW. Da gab es EU-Regularien, die sich geändert haben zum Mai. Und ab Mai ist es, da ging es darum, dass Verbräuche genau angegeben werden müssen und dass die nicht abweichen dürfen davon, von dem, was angegeben ist. Und wenn man dann den Sport oder den Efficient Mode nimmt, dann weichen die Verbräuche natürlich ab Start, wenn man das als Startmodus. Ja, das kann ich verstehen, aber das hat sich dann geändert. Viele, die jetzt das Auto ab Mai, Baujahr Mai 24 haben, die können das. Die können den Startmodus, auch den Efficient oder den Sportmodus als Startmodus wählen. Das können alle anderen von vorher, die ein Baujahr vorher haben. Ich habe zum Beispiel Februar 24 für den iX2. Wir können das nicht. Aber das ist doch keine, das ist ein Code, der dahinterlegt ist auch. Das habe ich auch gesehen, in dem, wenn man mal die FIN ausliest. Da gibt es ja Portale, wo man das machen kann. Da kann man den Code sehen. Ist nicht der gleiche wie in den Autos ab 05/24. Aber für meiner Meinung nach ist das eine Softwaregeschichte, denn ich muss es doch over the air updaten können, die Software, und ich muss doch auch solche Sachen ändern können, indem ich ein Update aufspiele, denn das ist keine Hardware-Problematik, das ist meiner Meinung nach ein klares Software-Ding, und das gleiche gilt für den Silent Mode, das gleiche gilt für die Curve Ahead View, das gleiche gilt für Terrain View oder ähnliche Dinge. Aber es ist bis jetzt nicht da, und da erwarte ich eigentlich von BMW, dass man dort nachsteuert. Denn was BMW hier ganz klar macht, und das ist eine Sache, die ich nicht wirklich verstehen kann und die echt nicht gut ist. Sie sagen praktisch, du hast dein Auto bei uns gekauft, da freuen wir uns drüber, aber jetzt lass uns in Ruhe. Das ist das, was ich jetzt mitbekommen habe. Beim iX1 war es schon so. Das habt ihr gesehen. Wenn nicht, schaut euch das Video oder die Videos vom iX1 gerne nochmal an. Ich habe dazu mehrere Videos gemacht, wo ich gesagt habe, wie kann es sein, dass ich das Auto, ich habe das am 30. Dezember 22 hatte ich den iX1 als einer der ersten auch mit überhaupt bekommen, weil ich ihn gleich bestellt habe, wo die Konfiguration möglich war. Und im März war klar, das Auto kriegt kein OS 9, das hat eine alte Hardware drin, eine alte Head Unit drin, das kann nicht geupdatet werden, es geht nicht, du wirst kein OS 9 haben. Du hast nach einem Vierteljahr schon die Gewissheit, dein Auto ist alt. Und jetzt scheint es beim iX2 wieder das Gleiche zu sein. Wieder habe ich Funktionen nicht gefunden, die mit einem Over-the-Air-Update nach sage und schreibe 6 Monaten, nachdem ich das Auto bekommen habe, dieses Update hat außer der Batterievorkonditionierung für mich keine Verbesserung gebracht und für viele von euch dementsprechend auch nicht. Und es kann nicht sein, dass man nach einem halben Jahr ein Auto hat, das dementsprechend nicht mehr auf dem Stand ist, wie ein Auto, was 2 Monate später gebaut wurde. Ja, es gibt Modelle und es gibt auch bei anderen Herstellern gibt es sicherlich diese Problematik. Aber es muss doch möglich sein, dass Produktion und Forschung und Entwicklung und die IT in einem Unternehmen zusammenarbeiten und dass man weiß, hey, es kommt als nächstes, wir arbeiten dran an der Curve Ahead View, wir arbeiten an einem Silent Mode. Bitte bei der Produktion darauf achten, dass alles auch over the air updatefähig ist oder überhaupt updatefähig ist. Ich würde auch in die Werkstatt fahren und sagen, hey, wenn ihr das nochmal neu in der Werkstatt aufspielen müsst, dann macht das, wenn ich dann wieder up to date bin und die Funktion habe. Gibt es aber nicht. Und hier ist, das ist eine Geschichte, wo ich eindeutig sagen muss, da müssen sich die Hersteller, und zwar nicht nur BMW, sondern ganz, ganz viele Hersteller, müssen sich da bewegen. Die müssen dort anders an die Sache rangehen. Denn es gibt so viele Sachen. Warum muss ich das Auto, das ist halt geübte Praxis,
aber es wird sich ändern mit der Elektromobilität und mit dem Fortschreiten der Elektromobilität, ist es nicht mehr, meiner Meinung nach zumindest, das ist wirklich nur meine persönliche Meinung, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, meiner Meinung nach kann es nicht mehr sein, dass man althergebrachtes Auto baut und dann war es das. Heute ist das mit der Elektromobilität ist das Auto und es wird immer mehr mit der Vernetzung und allem ist das Auto ein rollendes, eine rollende Software. Und da muss man doch dann dementsprechend auch nachrüsten können. Bei einem Handy habe ich es doch auch. Ja, ich kriege auch nicht alle Funktionen. Wenn ich jetzt ein Apple iPhone 12 habe, jetzt ist das 16 draußen, habe ich sicherlich nicht alle Funktionen. Aber Apple sorgt dafür, dass es zumindest aber über Updates alles moderner aussieht und dass auch Funktionen dazukommen. Und wenn es auch nicht alle sind, ja, das kann ich verstehen. Manchmal ist es einfach, liegt es an der Hardware oder an Sachen, die nicht verbaut sind. Leute steigen um vom Verbrenner auf den Elektro und die wissen nicht, genau, was brauche ich alles, was ist notwendig und was nicht. Warum mache ich das dann nicht so, dass das Auto auf jeden Fall nachrüstbar ist? Dann muss ich halt ein bisschen mehr in die Hardware. Ja, das Auto ist sowieso teuer genug, auch in der Grundausstattung. Ne, ein iX1 könnt ihr knapp unter 50.000 in der Basis haben, aber dann seid ihr schnell bei 55.000, 60.000, wenn ihr das ein bisschen ausstattet. Warum sage ich denn nicht, hey, ihr zahlt 1.000, 2.000 Euro mehr in der Basis. Dafür habt ihr aber auf jeden Fall den Spiegel drin, der auch einen Totwinkelwarner dabei hat. Denn ihr nehmt zum Beispiel den Driving Assistant und wollt dann aber den Driving Assistant Plus nachrüsten. Da habt ihr das so. Aber wenn ihr den Driving Assistant Plus genommen habt, das habe ich euch auch schon mal thematisiert, dann ist es nicht möglich, den Driving Assistant normal den Totwinkelwarner nachzurüsten, weil andere Spiegel drin sind. Ich wusste das jetzt. Mir war es nicht so wichtig, weil ich diesen Totwinkelwarner nicht unbedingt brauche. Aber viele wollen das nicht missen. Haben aber dann die Erklärung nicht bekommen, hey, dann musst du den Driving Assistant Professional nehmen. Wenn du den Plus nimmst, denk dran, du kannst es nicht nachrüsten. Hat kein Mensch erklärt. Und auch mit anderen Sachen, Parking Assistant Professional ist jetzt für viele, die ab Mai 25 das Auto gebaut bekommen haben, die jetzt also die Auslieferung im Sommer hatten, die können den jetzt testen für 3 Monate und können ihn nachrüsten. Dafür braucht ihr den Parking Assistant Plus natürlich mit der 360-Grad-Kamera und ihr braucht den Komfortzugang. Weiß noch nicht genau, ob man auch noch die eSIM verbaut haben muss. Ich kann ihn nicht nachrüsten. Warum auch immer. Ich habe die Sachen drin. Ich habe sowohl den Parking Assistant Plus drin, ich habe auch den Komfortzugang drin. Ich kann diese Option nicht nachbuchen. Warum geht das nicht? Das muss doch, wenn die Hardware doch verbaut ist, warum geht es dann nur ab einem bestimmten Monat? Und zwar 2 Monate, bevor dieses neue Auto, dieses absolut noch neu auf den Markt gekommene Auto, dementsprechend ausgeliefert wurde. Das kann doch nicht euer Ernst sein von BMW, dass ihr diese Erstkäufer jedes Mal wieder bestraft. Ja, vielen Dank, dass du das Auto gekauft hast, ohne dass du es vorher gesehen hast, außer im Konfigurator oder immer in einem Vorstellungsvideo. Und vielen Dank dafür, dass du auch ohne mal den Innenraum zu checken und so weiter uns vertraut hast. Aber jetzt hau ab mit dem Auto und als Strafe kriegst du dann nach einem halben Jahr schon nicht mehr alle Funktionen, weil wir die erst später einbauen. Also mein Fazit daraus, Erstkäufer bei BMW, nie wieder. Ganz ehrlich, ich werde es nicht nochmal so machen. Ich werde nie wieder, bevor das Auto beim Händler steht, ein Auto bei BMW kaufen oder leasen oder ähnliches, weil ich wurde jetzt 2 Mal hintereinander innerhalb von 2 Jahren hier derbe bestraft dafür, dass ich das gemacht habe. Denn BMW schert sich nicht darum, ob ihr, wenn ihr das Auto gekauft habt, danach ist bei BMW einfach Feierabend. Jetzt seid ihr gefragt, was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir gerne in die Kommentare, lasst uns wie immer austauschen. Ich bin jedenfalls, ich habe so einen Hals auf BMW im Moment, denn es kann einfach nicht sein, dass man hier uns im Stich lässt, die Leute mit den Autos, die schon eine ganze Weile fahren, ihr iX1-Fahrer, die schon ewig jetzt vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder 1 Jahr das Auto fahren, seid genauso jetzt im Stich gelassen wie Leute, die jetzt den iX1 bekommen haben im März mit Baujahr März oder April oder den iX2. Wir alle haben das gleiche Problem. Wir bekommen schon nach kurzer Zeit diese neuen Funktionen nicht und das kann absolut nicht sein. Also mein Appell an BMW, lasst euch was einfallen für die Leute, die jetzt hier dementsprechend auch mit neuen Autos unterwegs sind und hier dieses schon wieder nicht alles bekommen. Lasst euch da was einfallen. Es muss doch softwareseitig zu lösen sein. So viel von mir.
Wir sehen uns bald im nächsten Video wieder. Lasst uns austauschen. Lasst bitte ein Abo da. Das würde mich super freuen, um den Kanal wachsen zu lassen. Und dann sehen wir uns bis bald. Ciao.